Und dann gucken wir mal, wie unser Leben sich so weiter strickt. Ja, der Film als Demo geht gleich weiter. Und ihr habt es gemerkt, heute dreht sich bei Giga Games alles um die hohe Kunst des Geschichtenerzählens. Und ich möchte fast sagen, fast noch einen Tick besser als Fahrenheit gefällt mir ein Spiel, das ebenfalls eine ganz großartige Geschichte erzählt. Und das haben wir heute im Konsolenbereich. Ja. Shadow of Memories ist passé, jetzt gibt es ein neues Thema. Ja, jetzt ein neues Thema, was aber zu dem Oberthema, ja, wohl am allerbesten passt, und zwar Angst, ja. Und letztes Jahr ist das wohl gruseligste Spiel je herausgekommen. Das stimmt. Wirklich, man fängt das Spiel an und du hast sofort alle Hosen nass und möchtest nie wieder irgendwas Lebendiges sehen, sondern dich nur noch verkriechen. Und ganz, ganz gemein, Forbidden Siren ist das Spiel. Ich habe es mal angezockt und obwohl ich in der Redaktion saß, an Tageslicht, habe ich echt Schiss gehabt. Ja? Das Spiel wurde direkt von Sony gemacht und kam 2004 raus, wie gesagt. Und die haben ein komplett neues Spielprinzip da reingebracht, was pervers ist. Was einfach pervers gruselig ist. Ja? Von und Sony. Ich meine, die sind ja dann manchmal wirklich für Innovationen auch gut. Ja. Und da merkt man, da steckt auch wirklich ein Publisher dahinter, der viel Geld und viele Ideen und auch Zeit hat für ein Spiel. Ja, und wir werden gerade abgeschossen, merke ich, und zwar von kleinen Papierkügelchen. Ist egal. Wie schlimm das ist. Wir leben, wenn damit, wir ja, das ist das Leben, wenn man on the road ist, weißt du, man begeht allen Gefahren, allen Wetterlagen. Man muss vielleicht als Erklärung, während du schon mal lädst, auch sagen, dass unsere Spiele hier teilweise ab 16 sind und deswegen leider nicht gezeigt werden können. Leider. Weil eben auch Leute unter 16 hier im Publikum sind. Und da kann man verstehen, dass da die Emotionen hochgehen. Ja, ein bisschen. Aber wie gesagt, zu Recht, wir werden ein bisschen zurück oder dadurch, dass wir abgeschlossen werden, bleiben wir ein bisschen mehr in der Realität. Wir wollen uns ganz kurz ein bisschen das Intro angucken. Und zwar bei diesem Spiel gibt es nicht wirklich einen Protagonisten, sondern es gibt mehr oder weniger eine gesamte Story, die gespielt wird. Ähnlich wie in Fahrenheit. Zehn Charaktere werden mehr oder weniger spielbar. Und hier sieht man ein Meer von Blut, ja. Kann ich verstehen, dass wir es jetzt nicht so zeigen wollen. Ja, es sieht ein bisschen gruselig aus. Am Anfang wollen wir mit diesem kleinen asiatischen jungen Mann, der jetzt ein bisschen rumflasht, ja, weil er komische Geräusche hört. Ja, ganz, ganz gefährlich. Und jetzt plötzlich kommt der Kontakt mit der Duschhaubenfrau. Und die Duschhaubenfrau. Und der Kollege, der aussieht wie Daniel Budimann. Ja, so ein bisschen. Aus einer nicht näher bekannten Giga Games Sendung. Ja, wer weiß, wer weiß. Damals, dieser junge Mann ist 16 und da, man sieht, er hat ein Einschussloch. Ja. Und diese Duschhaubenfrau, so nenne ich sie mal, die erklärt ihm jetzt gerade, was denn hier los ist. Und das auf einem sehr mysteriösen Wege. So als ob diese Frau schon längst, ebenfalls zeitliche gesegnet hat. Ganz, ganz gruselig. Aber so viel sei schon mal gesagt, die Grafik ist extrem geil, meiner Meinung nach. Die haben sehr viel Realismus. Eine sehr abgefahrene, realistische Grafik mit, wie man gesehen hat, sehr authentischen Texturen dann. Ja, aber extrem widerlich, wie gesagt. Und jetzt gibt es ein Mini-Mini-Tutorial, was ich auf jeden Fall zeigen wollte, was auch zugleich das allerbeste und gruseligste Feature zeigt. Wie gesagt, diese Dame erklärt uns jetzt, wir sind eigentlich tot, aber irgendwie auch wiederum nicht. Also wir wurden angeschossen. Und wir sind noch nicht zu Zombies geworden. So viel sei gesagt, in diesem Spiel gibt es auch Zombies, die allerdings nicht wie bei Resident Evil einfach nur stupide Haufen aus Fleisch sind, sondern die Waffen benutzen können, die extrem intelligent sind, ja, und extrem fies sind. So, jetzt erklärt sie, wie wir hier die Augen schließen, ja. Und jetzt, Vorsicht, liebe Leute, hier das Feature, ja, was ich jetzt einmal kurz wegdrücke. Hier ein Feature, was ja so absolut gruselig ist. Ja, ein Ameisenbild. Normales Rauschen. Was übrigens schon alleine gruselig ist, wenn man The Ring gesehen hat oder The Grudge. Ja. Fiese, fiese Filme. Und wenn man jetzt mit dem linken Analogstick rumswitcht, kann man in die Sicht von, kann man durch Telepathie mehr oder weniger in die Sicht von Zombies, von allen anderen komischen Lebewesen oder halt auch Nicht-Lebewesen springen. Hier zum Beispiel bei einem Zombie, wir scrollen weiter, ein weiteres Zombie. Und man hört sie vor allem auch, und das ist das Fiese. Man hört die Zombies, wie sie grunzen, wie sie irgendwas machen, total stupiden Arbeiten nachgehen. Genau. Und irgendwann leider auch dann den Spielcharakter entdecken. Und dann wird es nämlich richtig eklig. Und deswegen auf der Flucht, jetzt hier sehen wir gerade uns selber aus der Sicht der Frau. Und hier sehen wir, und wiederum, das ist der absolute Hammer. Dadurch, dass der Nippel sozusagen, der Trigger auch sehr, sehr feinfühlig ist, es ist so schlimm, weil du gerätst irgendwann in Panik, ja. Und es ist der absolute Hammer. Hier nochmal vielleicht das Gesicht. Einmal die Brust. Ja, Schuhe, sehr Warum gut. Warum nicht? Warum nicht? Auch das muss einmal gezeigt werden. Wie gesagt, jetzt redet sie so ein bisschen und wir knien sie mal ganz kurz hin. Und gleich werde ich mal ein bisschen zeigen, wie es dann wirklich in Action aussieht und wie es aussieht, wenn man tatsächlich verfolgt wird und wenn man sich selber dabei sehen muss, mehr oder weniger, wie man wegrennt. Ganz, ganz eklige Sache. Wie gesagt, das werden wir gleich noch ein bisschen sehen. Und dann werden alle Leute da draußen, die das Spiel sehen dürfen, Angst bekommen. Okay, das ist auf jeden Fall unser Thema und wir behalten das Thema Geschichte erzählen bei. Nur jetzt kommen ein paar Geschichten, die sind kürzer, die sind bunter. Ja, ein bisschen. Und vor allem ziehen Sie euch das Geld aus der Tasche. Viel Spaß. Can I get an encore? Do you want more? Cook
Brooklyn boy. So for one last time, I need y'all to roar. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Who you know fresher than cold? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can't none of y'all mirror me back? You hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., rap's great for dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets. Zurück in Mainz, zurück am Gutenbergplatz. Die Massen sind immer noch am Jubeln. Die Werbung ist vorbei und trotzdem haben wir einen Gast der Firma Foxconn in unseren Reihen sitzen. Das hat aber einen Grund, denn der Mann hat heute einiges zu erzählen. Oh, und da ist er schon weg. Da ist er schon weg, da ist er einfach abgehauen. Das ist nicht weiter schlimm. Oh, und da hab ich Ade um ja, den Stuhl gewickelt. Da wickelst du mich um, da wickelt er ihn um den Stuhl. Meine Güte, meine Güte. Ja, ist da aber nicht weiter ich, tragisch, ich, denn der bleibt noch mal. Er ist zwar schon weg, aber er hat mir was dagelassen. Auch sehr und schön. Und zwar ein Motherboard von Foxconn konstruiert mit allen möglichen Extras und unter anderem zwei SLI-Slots, beziehungsweise einem SLI, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, zwei SLI-Slots. Und dieses Motherboard, hat er mir gerade noch gesagt, möchte er gerne noch heute unter den Leuten sehen, Simon. Das schaffen wir, glaube ich. Also ihr wollt gerne ein Motherboard, ja? Hast du heute noch eine Challenge oder so? Ich habe tatsächlich noch eine Challenge, ja. Meinst du, dann können wir das Motherboard noch raushauen, so als ersten Preis? Das dürfte man machen. Also hat denn jemand Interesse an diesem Motherboard? Okay, wenn es denn so toll ist, dann nehme ich es doch gerne mit als Preis in die Challenge. Würde ich doch mal vorschlagen, denn ich werde mich jetzt des Weiteren beschäftigen mit Warcraft 3 Modifikationen. Warcraft 3 kennen wir alle von den E-Sportlern. Immer in derselben Konstellation sozusagen gespielt. Eine Partei spielt gegen die andere und die Modifikationen sind da ein bisschen anders. Die sind so konstruiert, dass du zwar auch vielleicht gegen andere Parteien spielst, aber in einer Art und Weise, wie man das nicht kennt, in einer völlig neuen Story und teilweise sogar mit völlig neuen Charakteren, die man sonst gar nicht spielen kann. Und das finde ich eine sehr, sehr nette Sache und damit habe ich mich jetzt mal befasst und möchte das heute mal zeigen, während mir die Technik mal wieder aus dem Gesicht fällt. Dann mach das mal. Ich bin gespannt, was es da alles zu sehen gibt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, die Mod-Szene zu Warcraft ist ja doch eine der aktiveren, was die Echtzeitstrategie-Spielszene angeht. Liegt wahrscheinlich unter anderem an diesen an dem Promi-Bonus, den Warcraft durch den E-Sport bekommt. Genau so sehe ich und das auch. Und dann auch, weil es ein geiles Spiel ist und man da wunderbar was verändern kann. Eben. Also finde ich auch, es ist ein geiles Spiel. Warcraft 1 hat schon sau viel Spaß gemacht. 2 war sowieso der Hammer. Und Warcraft 3 ist definitiv auch im Moment in dem Bereich kaum zu toppen. Außer von dem Starcraft, das aber eigentlich schon viel zu alt ist. Ja, so, etwas. Ich werde jetzt einfach mal das Intro-Cinema zeigen. Das ist doch immer ganz nett und wir werden den Difficulty Level normal. So, und jetzt? Na? Has been turned on. Okay. Es kommt nicht, okay. Aber alles klar. Das kann uns nicht erschüttern. Klappt nicht, muss ja nicht sein. Aber es sollte eigentlich kommen. Normalerweise funktioniert es auch, aber so ist das halt in der Live-Sendung. Ja, da geht in der Live-Sendung funktioniert halt nie was, wie es soll. Ich werde jetzt mal hier diesen Kreis. Ah, jetzt da. Guck, da habe ich es jetzt. Und da sieht man brennende Häuser. Ich meine, die Warcraft 3 Engine ist ja primär natürlich für Strategiespiele, das heißt für die Sicht von oben gedacht, aber manchmal sieht es dann auch richtig schön aus. Genau, das ist ja schön. Also ist ja eigentlich, wie du schon sagst, isometrische Ansicht von schräg oben. Aber man hat tatsächlich die Möglichkeit, sich da einfach ein bisschen rein zu zoomen. Natürlich nicht bis zum bitteren Ende, bis ganz dicht an die Einheiten rein, aber schon relativ nah. Hat auch alle möglichen Ansichten. Wenn du siehst, wie nah es hier geht, das ist jetzt so ziemlich das Maximum. Aber sieht ganz nett aus und vor allem finde ich das auch immer ganz cool, wenn sich die Jungs und vielleicht auch Mädels Gedanken machen, um eine Story, um eine Handlung aufzubauen, um ein bisschen Spannung auch reinzubringen und nicht einfach irgendeine Map bauen. Das haben wir zwar auch gezeigt, ist auch interessant auf jeden Fall, es geht aber in eine ganz andere Richtung. Insofern, wie gesagt, immer wieder Hut ab, Respekt. Ja, es braucht auf jeden Fall sehr viel mehr Energie, Zeit, man muss mehr Verständnis für den Editor haben. Genau. Ich kann das nur, ich meine, ich kann das aus persönlichen Erfahrungen höchstens mal vergleichen mit alten Command & Conquer Maps, die ich versucht habe zu bauen, wo man ja später dann auch kleine Stories bauen konnte, die aber nie wirklich funktioniert haben. Richtig. Und wie gesagt, mit Mapping habe ich mich jetzt natürlich in den letzten Tagen sehr viel beschäftigt und habe auch festgestellt, dass zum Beispiel für Act of War das Mapping gar nicht so kompliziert ist und auch für Warcraft 3 nicht so kompliziert. Das ist halt alles eine Frage.